Alle Klärchen. Und weiter geht die Wilde Hatz hinter Atreus her. Wo auch immer der jetzt hin ist. Oh, Moment. Okay. Oh yeah. Hm, was war das? Das war das, okay. Das ist Schild, ja. Gut, Kiste zerschlagen, das ist Sprint. Jawohl. Okay. So, was leuchtet Glaubst hier so? Glaubst du, er hat eine Abkürzung durch die Zwischenwelt genommen? Nein, die Steine wurden nicht bewegt. Achso, das Portal. Ist zu instabil, Bruder. Das würde der Junge nicht wagen. Okay. Dann ist er also hier raus, sagst du? Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Das Feuer geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Hm. Er kroch hier durch. Okay. Er hat zwei schwere Angriffe. Du hast unruhig geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Ich hab das Gefühl, Faye versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. Mhm. So, okay. Also die Gegend sieht auch schon geil aus, finde ich, ne? Auch wenn es jetzt natürlich im Winter, ne, weiß und so. Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Und wir sind nicht allein. Ah, oh, wer seid ihr denn? Jawohl, flieg, kleiner Stern. Ja. So. Neuer Bestiarium-Eintrag. Oh, halt, Moment. Räuber. Heutzutage gibt es nur noch wenige Menschen im Wildwald. Wer dort überlebt, hat sich entweder an den wärmsten Ort verkrochen, den er finden konnte, oder wehrt, wenn er sich nicht verkriechen will, die Kälte durch die Verwandlung seiner Fylkia, seines Schutzgeistes, ab. Dieser Teil ihrer Seele nimmt die Merkmale eines Tieres an, was ihnen ermöglicht, sich an das erbarmungslose Klima in Midgard anzupassen. In letzter Zeit scheinen die verbliebenen Räuber im Wildwald entschlossen zu sein, uns alle zu ermorden. Das Schutzsymbol hält Eindringlinge fern, aber jeder Jagdausflug jenseits der Grenzen führt unweigerlich zu einer Begegnung mit einem oder zwei Spätrussen. Okay. Vorsicht, links! Oh Mann. Oh, ja, wo, oh, der ist gespalten. So, kommt her, ja. Jawohl. Spalten. So, hinfort. Verfluchte Räuber. Sie dürften nicht so nah rankommen. Wir sollten nach dem Schutzsymbol sehen. Da vorne ist ein Baum, ja? Oh, packen wir mal da kurz zur Seite. Hey. Finden Sie Heilungsstein, um gerade auf Gesundheit wiederherzustellen. Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Ui. Ein Bär. Zerfleischt. Wovon? Einem größeren Bären. Verwundet. Der Kampf hat den Baum zerstört. Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden Tieren und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge der Spur. Wir finden ihn. Na den. So. Okay, wir müssen da lang, wenn ich gerne mal links lang luschern würde, aber hey. Da kommen wir jetzt ja auch hin. So, wieso sind die Kisten eigentlich nicht? Das ist sehr enttäuschend. Ah,
Wir müssen drumherum. Okay, war es eine Kiste? Da werden wir ihn nicht finden. Suchen wir diese Blutspur. Hacksilber. Okay, ist ja sonst noch irgendwas. Kann ich hier? Nee. Irgendwie den Käfer? Nö. Oder Schmetterling oder was das ist. Ups. Upsi. Aha, die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Sie jetzt zwei gedrückt und drücken Sie R1. Ach so. Ah, okay. Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Ah, es geht um diese Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja. Oh, Truhe. Noch mehr Hacksilber. Cool. So, Moment. Einmal hier geht's weiter. Und schwupp. Na toll. Dann kriege ich immer erstmal ein bisschen hier. An Prophezeiungen? Ich bin von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Ey, hallo Burschens. Halten Sie Dreieck gedrückt, um die Axt mit Frost zu überziehen und damit den nächsten Nahkampf- oder Distanzangriff zu verstärken. Ja. Hinter dir, pass auf! So, komm her, ja. Sehr gut. Gut, ist hier vielleicht irgendwas, was ist... Ja, ja, ja. So, was ist das hier oben? Hacksilber. Oh yeah. Nehmen wir. So, an den Feuern kann man nichts machen. Bitte was? Okay, ich kann doch im richtigen Moment blocken, wie es aussieht. So, ich mit euch. Wo ist jetzt die Spur? Ja. Das ist eine gute Frage. Das hier könnte sein, ne? Wer bist du denn? Aha. Okay, Moment. Und du? Nö. Aha. Hä? Das ging fix. Räuberspeer. Während die meisten Räuber die Kraft und den Stolz des Hirschs für ihre Phylkia bevorzugen, ziehen Speer aufgrund der schärferen Augen und Krallen die Eule vor. Sie behaupten oft, durch die Augen von Midgards Eulen sehen zu können, aber das scheint mir reine Prahlerei zu sein. Sie bevorzugen Distanzangriffe und setzen ihre Schleudern mit tödlicher Genauigkeit ein. Oh, weg mit dir! Geschieht ihm recht! Oh. Zu viele für einen Spähtrupp. In der Nähe muss ein Lager sein. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Klettern konnten wir im letzten Teil, meine ich, noch nicht, ne? Das sagt er auch immer. Oh.
Geschmiedetes Eisen. Oh, hier ist nichts hier drin. Enttäuschend. Fackeln. Und die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen, wo wir hin. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Mhm. Bestimmt könnten wir das, oder aber... Du machst das. So. Wie könnten wir denn leise hineingelangen? Mir, sag's mir doch mal. So. Naja, egal. Hast du die Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier. Okay. Aha. Ah, Tod von oben. Sprinten Sie von einem Vorsprung und drücken Sie in der Luft R1 für einen Tod von oben Angriff. Rechte Seite! Mich. Achtung! Hinter dir! Aber es hat! So. Echt? Die Spur führt hier durch. Tiefer hinein. Es kommen mehr. So, alles kaputt machen. Nichts drin, wie es aussieht. Na, toll. Aber hier liegt doch was. Zwischen Hacksilber... Ach, Moment, Kreis aus. So. Hier ist nichts. Nada, niente. Oh, da ist jemand dem Bären begegnet. Treffer. Ja. Ups. Ist jetzt ein bisschen kopflos. Ey, Karamba, okay. Ah, okay, es gibt doch so ein bisschen Hacksilber, wenn man was kaputt macht. Und zu immer. Oh, oder halt hier in Truhen. Na sag mal, mach das Ding kaputt. Achso, Moment, genau, das war Ausweichen. So, wie komme ich denn da wohl hin? Komme ich hier hoch? Nope. Dann halt hier hoch. Räuber, von links! Oh, runter mit dir. Feuer, von hinten! Ja, Moment. Ich muss mal kurz hier. Kann ich jetzt nicht, weil. Ach, komm. So, komm ran hier. What? Oh, du aber. Atreus, bist du hier? Mann, lass mich an die Truhe hier. Die Spur führt wieder heraus. Wir müssen hoch, um sie wiederzufinden. So, und hier hoch. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Er hat ganz schön gewütet, das muss ich sagen. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja... Oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Okay.
Atreus, wo bist du? Okay. Gott gegen Bären. Wir haben Bären gefunden, oder er uns. Au. So, ein Lopprieso, was gerade so anfällig für Schaden ist. Alter! Aua! Da kommt er! Nicht abwehrbar, okay? Ja. Mensch, hier, jetzt gibt's auf den braunen Pelz, Junge. Ja, auf den Arsch gezimmert. Oh, was? L3? Oh, ja. Jetzt geht's ab. Oh, hier. Jetzt kriegst du aber so richtig. Oh! Okay, Angriffsmuster hat er geändert. Alter, was? Maul halten. Alter. Moment, brauchen wir kurz hier so einen Heilstein. Hinter dir! Ja. Hallo, warum blockt er nicht? Alter! Block doch mal, Kratos! Oh, Bruder. Komm her jetzt. So, nimm das jetzt. Aua. Okay. Atreus! 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 Atreus!
Atreus. Was? Konzentrier dich. Heile. Was ist passiert? Du erinnerst dich nicht. Ich begrub Fenrir. Und, keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich gerannt. Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll? Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Nein. Nimm dich zusammen. Okay, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, aber hey. Ein kleiner Teil Gesundheit regeneriert sich nach einem Kampf automatisch, wenn Kratos schwer verletzt ist. Gut. Dann würde ich sagen, an die Zuschauer auf YouTube, hier machen wir erstmal wieder Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch, Kommentar da. Wenn ihr die nächsten Folgen auch nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten meinen Kanal und aktiviert danach die Glocke. Videos gibt es von Montag bis Freitag um 14, 16 und um 18 Uhr. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.